und ich kämpfe gegen den. Köln-Karl gegen Berlin. Der Typ ist am Verlieren. Er muss kommen, weil sonst kriegt er nicht seinen Auspuff wieder. Aber er kriegt ihn sowieso nicht wieder, ne? Weil, normal, ich bin ja am Gewinnen, ich bin ja am Trainieren. Tom Gerhard trainiert für die Millennium-Tour der WCW durch Deutschland. Doch ein anderer reicht seinen Rücktritt ein. Big Papa Pump, Scotty Steiner, verabschiedet sich vom professionellen Wrestling. In einer Oscar-Reihe vorgetragenen Rede nimmt er Abschied von seinen Fans, vom Ring und von seinem Bruder. Doch auch die NWO wollte Big Papa Pump gebührend würdigen. Allerdings nicht ganz so, wie man sich das zumindest zuerst vorgestellt hatte. Die neue New World Order außer Kontrolle. Doch nicht nur Sitzwagen wurde beschädigt, auch auf Sitz selber haben sie es abgesehen. Und der Übeltäter war, ja, die große Überraschung kam ganz zum Schluss. Big Papa Pump, Scotty Steiner, verletzt ist er nicht. Zurücktreten wird er auch nicht und alleine ist er auch nicht mehr, denn er ist und bleibt Mitglied der New World Order, der NWO. Heute könnte die Terrorherrschaft der NWO ein Ende nehmen, denn World Championship Wrestling wird einen neuen Commissioner benennen. Wer nimmt es mit der New World Order auf? Wir sind in Greenville, South Carolina und große Namen sind im Gespräch, allen voran natürlich der Nature Boy Ric Flair. Ein Learjet kommt an und hier ist er, der neue Commissioner. Mehr dazu gleich bei WCW Monday Nitro. Tour wirft ihre Schatten voraus. Wie bereiten sich die Teilnehmer auf die Events in Hamburg, Oberhausen und Leipzig vor? Und nicht zu vergessen natürlich unsere Pudelmütze. Was macht sie? Gibt es tatsächlich ein Spezialtraining? Und wer steckt dahinter? Alles das und viel mehr Organisatorisches zur Millennium Tour auf der WCW NWO Hotline. Außerdem das große Tourposter-Gewinnspiel. Hinterlasst euren Namen und eure Adresse. Dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Und 7-7. Millennium Tour 2000. Hamburg, Oberhausen, Leipzig. Heute soll der Mann vorgestellt werden, der die WCW aus dem selbstverschuldeten Schlamassel wieder rausbringt. Und zu dieser historischen Stunde begrüßen euch Lenz Retzer und Mike Ritter. Wir sind in den wunderschönen Carolinas und das bedeutet natürlich, ein Mann könnte heute durchaus zurückkehren. Ich sage nur, wuhu. Ja, er sagt nur, wuhu. Die Pudelwitze, was? Nee, hoffentlich nicht. Nein, natürlich der Nature Boy Ric Flair wurde ja ganz, ganz heiß gehandelt im Insiderkreis. Also die Hotliner wissen da natürlich auch schon mehr. Ja, heute ist natürlich auch Zeit für die Lethal Lottery. Da sehen wir nochmal die Tafel für die Runde 1. Buzzkill und Micro Thunder sind weitergekommen, genauso wie die Harris Boys, PG-13 und Kevin Nash und Scott Steiner. Auch in der anderen Gruppe gibt es natürlich 4 Viertelfinalisten. Das Überraschungsteam, David Flair und Crowbar ist weiter, genauso wie Lashley und Midnight. Norman Smiley und Asia konnten sie ebenfalls qualifizieren. Und last but not least, CCK, Chris, Champagne, Canyon und Marcus Alexander, Bob Bakewell. Los geht es aber mit diesem jungen Mann hier, Buzzkill. Ich bin's. Live und in selbstgebartigten Farben. Hey,
Ich weiß nicht, ob das unbedingt selbstgebartigt ist. Ja, da gab es eine wirklich faustdicke Überraschung. Hacksaw Jim Duggan, natürlich wie immer im Einsatz gegen die Revolution, hat eben Baskill weitergeholfen in der Runde 1 der Lethal Lottery. Die Tag Team Titel wurden ja den Outsiders aberkannt wegen, naja, weil nicht erscheinen von Scott Hall. Wenn wir es jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil sie die Outsiders sind. Wegen nicht erscheinen von Scott Hall. Ja, ja, ja. Also hier gibt es, glaube ich, gleich auch eine Erscheinung, denn hier ist Miau, ja, ganz genau. Lea Miau darf natürlich nicht fehlen. Die hübscheste Cheerleaderin aller Zeiten wahrscheinlich. Der Varsity Club ist angesagt. Das Match bestreiten wird Micro Thunder und der Mann im Hintergrund, beziehungsweise wahrscheinlich hier auch wieder am Kommentatorenpult, Kevin Sullivan. Und Trampolin gibt's jetzt auch noch. Wuff, wuff. Was? Wuff, wuff. Was ist das? Du fühlst dich gerade. Ich bälle. Hund, du bellst. Ach, bei Lea Miau hätte ich mir eher vorgestellt. Du heulst irgendwie so. Au! Vielleicht wird sie uns ja auch noch ein paar Kunststückchen auf dem Trampolin zeigen. Ja, sie soll trampolinieren. Das tut sie jetzt auch. Und ja, sie zeigt ein paar Kunststückchen. Wollen wir nicht hoffen, dass sie... Naja. Ein bezaubernder Anblick. Ja, sehr hübsch. Vor allem die Choreografie ist natürlich geglückt. Aber sie haben natürlich auch Gegner. Baskill und Mike Rotunda. How y'all doing, losers? Wie geht's euch denn, ihr Verlierer? Da muss ich natürlich noch zu Wort melden. Wo wir gerade bei Verlierern sind, reden wir doch mal über die bekloppten Tigers hier aus Greenville. They don't deserve to wear the color. Wir haben es überhaupt nicht verdient, die Farbe orange zu tragen. Eine böse Beleidigung hier. Böse Beleidigung. Da können die jetzt nächtelang nicht mehr schlafen. Na, da mindestens, also, wenn nicht noch schlimmer, hier kommen auf jeden Fall die Gegner von Mike Rotunda und Baskill. Hier sind die Harris Boys, Run and Down. Sie hatten einen relativ leichten Sieg, denn ihre Gegner waren Finn Finley und Meng. Wer jetzt glaubt, leichter Sieg, das schließt doch diese Kombination aus. Nee, überhaupt nicht, denn die haben sich selber vermöbelt, wurden daraufhin ausgezählt. Die Harris Boys sozusagen kampflos weiter. Ja, Meng und Finn Finley natürlich auch Teilnehmer im For the Hard Way for the Hardcore Championship Match bei Sold Out. Gab es ja zu sehen in der Nacht vom 16. auf den 17. Wer es ganz eilig hat mit den Ergebnissen, kann sich natürlich auf der WCW NWO Hotline informieren. Dann gibt es die Pay-Per-View-Ergebnisse sofort nach der Live-Ausstrahlung. Ansonsten Zweitausstrahlung auf Premiere World ist am 31. Januar. Und natürlich, so viel sei schon gesagt, Big Sid Vicious gegen Bret Hart. Ein Hammer. Mehr sagen wir dazu nicht. Ein Wahnsinns-Main-Event. Und Mike Rotunda, der möchte hier mit den Harris Boys kurzen Prozess machen. Das ist momentan Don, der da im Ring steht. Heute kann man sie ganz leicht unterscheiden, denn Ron hat ein T-Shirt seines Privatsponsors. Dann habe ich irgendwie das Gefühl, einem Tätowiergeschäft, wahrscheinlich in seiner Heimatstadt. Wahrscheinlich. Ja, das ist einfach der Beat der jungen Generation. Von Baskill. Nein, von Lea. Ach so. Miau. Baskill. Ja, er hat nicht nur sein Outfit verändert, sondern ist auch eine Spur entschlossener geworden. Wird hier allerdings ziemlich locker aufgefangen von Ron Harris. Dass er diese falschen Löckchen immer noch anhat. Ja, die gehören einfach dazu. Aber irgendwann mal. Die gehören zum Kopftuch dazu. Ja, jetzt fliegt das Kopftuch und damit fliegen auch die Locken. Und jetzt fliegt er in die Ringecke, wechselt jetzt mit seinem Bruder. Jetzt Don Harris wieder im Ring, offiziell. Aber vielleicht auch keine gute Taktik, dass heute einer mit Kopftuch, einer ohne antritt. Denn so können die Harris Boys nicht wechseln, ohne dass der Ringrichter merkt. Ist ihnen, glaube ich, in dem Fall ziemlich egal. Oh, oh, oh nee. Nein. Standards und Practices, die Aufsichtslämmer, wenn man das sagen kann. Aufsichtslämmer, die Moralapostel, würde ich in dem Fall sagen. Schlimmeres. Die Spielverderber. Ja, und da werden sie auch dementsprechend attackiert von Kevin Sullivan und Mike Rotunda. Ja, jetzt fürchte ich, wird es einen schnellen Sieg geben für die Harris Boys. Klar, Handicap-Match von Buzzkill. Aber das ist doch unverschämt. Unverschämt. Standards and Practices. Also die Abteilung, sie ja förmlich. Ja, eben.
Abwehr im Angriff. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ja, jetzt wird Baskin auch noch vom Varsity Club attackiert. Machen ihn natürlich jetzt hier für die Niederlage verantwortlich. Und geben sie nicht so einfach geschlagen, legen sich tatsächlich noch einmal mit den Harris Boys an und werden dafür kräftig vermöbelt. Das ist ein Fehler. Und zwar ein großer Fehler. Ein Fehler, schätze ich mal, wird es auch sein, dass die WCW heute einen neuen Commissioner groß rausbringen will. Sagen wir es mal so. Ich meine, die NWO hat sich in letzter Zeit um alte Commissioner auch nicht gekümmert. Naja, eben, also auch Mike Tenay, der eigentlich ansonsten wirklich...